Ja, servus und willkommen zu Vampires the Masquerade Bloodlines. Ja, wir sind letztes Mal hier beim Tanzen stehen geblieben. Ich habe mich mal eben auf die Bühne gesetzt und wollte mir das mal ansehen. So hier mit Fender-Gitarren und so. Keyboard. Geh durch. Keyboard ist auch vollständig. Schön, dass man hier hoch kann. Die hätten wir genauso gut eine unsichtbare Mauer hinsetzen können. Im Übrigen habe ich den Community Patch abgedatet zur Version 1.71. Also etwas weniger Fehler und auch etwas schönere Texturen. Es wurden nicht alle Hi-Res-Texturen verwendet im letzten Patch. Tja, dann nächste. Da stand doch noch das Mädel, das ich verführen möchte. Dann schauen wir mal, Erscheinen und Ausflüchte. Das kostet 4 Punkte und Ausflüchte kostet 3 Punkte. Dann nehme ich das mal. Okay, dann schauen wir mal, ob ich sie jetzt verführen kann. Oh, ohne Schönheit. Ohne Schönheiten wie dich wäre die Welt ein trostloser Ort. Nein, hör du auf. Oh, ich bin nicht gut im Verführen. Nein. Seit ich reingekommen bin, kann ich die Augen nicht von dir lassen. Ich muss dir da was sagen. Komm doch näher. Und schon gehört sie mir. Aber aufpassen, nicht leer trinken. Mein Blut ist aber noch nicht voll und ich kann von dir jetzt nichts mehr trinken. Sonst stirbt sie mir noch weg. Aber da haben wir doch noch jemanden. Und zwar dich. Ich weiß nicht, finde dich hässlich, aber es muss halt sein. Seit unserem letzten Gespräch habe ich nicht aufgehört, an dich zu denken. Komm her, ich zeig dir, was dich umhauen wird. Ja. Prost, Kollege. Das reicht. Also die ist unheimlich. Gerade eben war sie nach unten. Geh mal weg da. Da, wenn man sich die ein bisschen näher ansieht, dann sieht man, dass die in den Mundwinkeln rote Farbe oder Blut oder irgend sowas hat. Sie sieht auf jeden Fall total unheimlich aus. Wie das Mädchen aus dem Rindfilm. Wow, unheimlich. Wir begegnen deren noch ziemlich oft. So, dann. Anscheinend ist der Kollege nicht gekündigt. Komm mal her. Oh. Ich trinke keinen Alkohol. Ja, du bist ein lustiger Bursche. Du wirst der erste Komiker sein, den ich ans Überrock gebraten habe. Nichts. Mach's gut. Aber er hat gesagt, ich darf das nicht nochmal machen, dann brät er mir eins über. Gucken wir mal. Ich bin trocken. Du bist ja ein lustiger Bursche. Du wirst der erste Komiker sein, den ich eins übergebraten habe. Nur leere Sprüche.
Nichts. Lustiger Kerl. Dann gehen wir doch noch mal zu Jeanette hoch. Wir haben in dieser Folge nicht allzu viel zu tun. Deswegen nehmen wir mal die Zeit für ein paar kleine Features. So, der Spiegel ist schon bekannt. In der Zeitung steht auch nichts Neues. So. Da haben wir zum einen den Bildschirmjournal. Kätzchen gegen Entlein. Alles für mein Herz. Für Malkavianer steht da ein bisschen was anderes. Das weiß ich aber jetzt nicht auswendig. Was sagt dieser Bildschirmjournal? Das Asylum. Das Asylum. Das Asylum. Das Asylum. Langweilig. Dann. Hippie, eine Uhr. 10 Minuten nach 12. Na ja, gut, kommt fast hin. Bei mir ist 10 nach 1. Dann. Es ist ziemlich detailreich hier, diese Statuen. Unheimlich, unheimlich. Ebenfalls unheimlich. Egal. Janet. Should I draw a map for you? The gallery's right down the street. Da muss man genau hinhören, was sie sagt. Nicht erschrecken. Mitz, mitz, mitz. Miau. Ganz allein? Hast du ein großes Bett? Sie sagt, I see you, also ich sehe dich. Und oben steht, bis bald. Falsch übersetzt. Was? Ich habe dich leider nicht verstanden. Oh, ich kann mich nicht verstecken vor dir. Wieso zittert dein Rock so? Hast du dein Kätzchen versteckt? Der Rock ist auf jeden Fall gerade richtig lang. Man kann nicht drunter sehen. Wie soll ich mir denn diesmal die Zeit versüßen? Hätte ich doch nur meine Bürste. Ich habe keine Bürste. Aber ich kann dir sicher weiterhelfen. Quatsch. So, und jetzt wieder böse gucken. Should I draw a map for you? The gallery's right down the street. Nee, jetzt wird's langweilig. So. Dann mal da rein. Was spricht das Logbuch? Das Logbuch. Janet hat sie gebeten, Galerie Noir, die Santa Monica die Gemälde aufzuschlitzen. Und es sollte auch die Spendenkasse klauen. Was ich nicht machen will. Das machen wir zum Schluss. Sie haben im Ocean House ein Tagebuch gefunden. Den Inhalt nach hat ein eifersüchtiger Ehemann wegen eines Medaillons seine Frau und seine Familie ermordet. Der mörderische Geist des Ehemanns will sie für immer hier festhalten und versucht wohl ihnen... Moment. Der mörderische Geist des Ehemanns will sie für immer hier festhalten. Und sie versucht wohl ihnen zu helfen. Sie zu befreien. Also wir sollen der Geisterlady helfen. So. Geisterstunde ist dann der zweite Teil. Sie haben die Halskette aus dem Ocean House Hotel geholt, um sie Therese zu bringen. Ja, damit ist dann auch die geistige Befreiung erledigt. So. Wir sollen für Arthur Kilpatrick herausfinden, wo Muddy Mike Durbin steckt. Miss Durbins Freundin Maria Marietta hat das Geld für die Kaution bereitgestellt. Sie wohnt in einem Apartment über dem Pfandhaus.
das werden wir als nächstes machen. Und wenn wir schon mal da sind, können wir auch schauen, ob wir jetzt mal die Belohnung kriegen für das Werbesblut. Ich weiß jetzt schon, wir haben die Belohnung schon bekommen, aber wir müssen in den Computer sehen, damit das gezählt wird. So, dann Mercurio, der Auftrag immer noch das Lagerhaus zu sprengen und Bertram Tank zu finden. Der ist eben wert, der mich hier da reinbringt. Dann Karneval des Todes, die ewige Quest, die bis zum Ende geht. Dann Mr. Strauss in Downtown. Somit bleiben nur zwei Sachen übrig. Ja, eigentlich drei. Die Belohnung abholen, herausfinden, wo Muddy ist und die Gemälde aufschlitzen. So, fahren wir. Raus hier. Hässlich. Gibt ein schöneres Poster von denen. Na, was gibt's sozusagen? Ja, ein paar Verbesserungen gab es halt mit dem Patch, die euch wohl kaum interessieren. Die Grafik hat sich ein bisschen verbessert. Man merkt es aber kaum, zumindest hier nicht. Gut, dann. Was machst du da? Ferkel. Jetzt fehlt hier nur noch so eine kleine Wasserfontäne. Entschuldigung, aber solche Sachen fallen einfach auf. Na, das sieht doch schon besser aus. Nicht mehr so unaufgelöst. Das sieht immer noch schlecht aus. Prost, Kumpel. Tür auf, rein damit. Briefkasten? Leer. Manchmal fällt auch was aus dem Briefkasten raus, habe ich gelesen. Ist aber jetzt noch nicht der Fall. Was sagt die Post? Post, Zeitung. Wieder mal der falsche Knopf. Da rein oder da rein? Gehen wir da rein. Oh. Das Poster hat eine bessere Auflösung. Ja. Man merkt nicht viel davon. Gut. Was spricht meine E-Mail? Eine ist ungelesen. Okay, E-Mail. Ja, Morgengrauen, bla bla. Gut gemacht. Vielen Dank für deine Hilfe mit dem Werwolfsblut. Das Geld liegt im Briefkasten, wenn du es nicht schon gefunden hast. SL. Also, Lacroix. Naja, Lacroix. Warum ich immer Lacroix sage, keine Ahnung. Klingt französisch. Der Team heißt Lacroix. Wenn man das englische Original ansieht und wenn man die Sprachausgabe anhört. So, das haben wir schon, dann kann ich das löschen. Dankeschön. Und Quit zum Verlassen. Ja, das reicht. Also, wieder eine Quest geschafft. Werwolfsblut. Okidoki. Okay.